Das ist am zweiten Tag. Die Mama zeigt ihren vier Kinderchen, wie man sich reinigt und einfettet. Das eine kann es bereits nachvollziehen, ist noch etwas wackelig auf den Beinen, aber immerhin. Ja, sie sind noch so klein. Ja, ja, zwei Tage. Und wo ist der vierte? Der vierte ist beim Papi. Das Mami hat drei Töchter beaufsichtigt und gefüttert und der Papi hat sich um seinen Sohn gekümmert. Wir werden das noch sehen, wie gut ihm das gelungen ist. So, die Reinigungsarbeit ist beendet, jetzt kommt sie zu uns, um uns ihre Jungen zu präsentieren. Und das ist der Papi. Er sagt, gut, es gibt da Stockenten. Das ist eine Junggesellengruppe, der Stockhelm. Und hier zeigt er, wie er sein Revier verteidigt. Die Stockenten sind natürlich sehr harmlos, würden ihm nie etwas machen und seinen Jungen auch nicht, aber er will einfach zeigen, wer der Chef ist. Das ist sein Sohn. Er ruft nach Futter und Papi und man sieht sehr gut beim Auge, wenn es so grau wird, das ist die Nickhaut. Das bewirkt, dass er unter Wasser, wenn er erwachsen ist, unter Wasser taucht, wie er durch eine Taucherbrille sehen kann. Und der Papi hat die Stockenten vertrieben und ist dem Ruf seines Sohnes gefolgt. Ja, der Kleine hat Hunger, er bettelt wie verrückt. Ja, ja, aber er gibt ihm nichts. Man sieht das, er hält nur seinen Schnabel hin, aber füttert ihn nicht. Nicht. Der Kleine sagt, okay, wenn ich nichts bekomme, dann gehe ich zur Mami. Das ist die Mami mit den Töchtern. Und hier kommt der Sohn. Ja. Und was ist da oben am Bildrand? Das ist ein Graureiher. So stolze Tiere. Sie wurden bei uns fast ausgerottet. Dann wurden sie auf die rote Liste gesetzt und seither gibt es wieder ziemlich viele Paare. Er ist etwa 1 Meter hoch, denke ich, und 2 Kilo schwer. Und wir hatten hier Angst. Normalerweise frisst er auf dem Feld, auch im Winter vor allem, Mäuse. Und wir hatten Angst, dass er hier die kleinen Blässhühner als Futter betrachten könnte. Aber die Blässhühner haben keine Angst vor ihm, das ist der Papi mit seinem Sohn. Und er schaut sie interessiert an, aber es ist absolut friedlich. Er legt zwar 4 bis 5 Eier, aber die Sterblichkeit der jungen Graureiher ist sehr hoch, die ist etwa bei 70%. Aber der Vogel selber, er kann sehr alt werden. Sie haben einmal festgestellt, dass er ca. 35 Jahre alt wurde. Na, beachtlich, ne? Ja. Wenn er genug Mäuse fängt im Winter. So, das ist die Mami, sie füttert ihre 4 Kinderchen. Der Papi ist offensichtlich wieder in einer geheimen Mission unterwegs.
Schau mal die kleinen Flügelchen. Sie sehen schon ein bisschen punkig aus. Ja. Punks. Und ziemlich hässlich, aber das dürfen wir natürlich der Mami nicht sagen. Hier füttert der Papi. Vorher hat er nichts gegeben und jetzt bringt er irgend so einen Flaum. Das ist wieder so ein Samen von den Bäumen. Der Kleine schaut sich das an und sieht, da ist nichts. Absolut nichts. Papi netzt das Zeugs. Der Kleine findet immer noch, da ist nichts dabei. Der Kleine ist offenbar etwas intelligenter als der Papi. Nein? Nichts. Er bettelt und bettelt und sagt, jetzt hat er es selber gefressen. Unglaublich. Dieser Macho. Hier hat er etwas entdeckt. Auf der anderen Seite gibt es ebenfalls Blässhühner, die brüten. Und jetzt ist das Männchen auf unserer Seite geschwommen. Und jetzt sagen sie beide hier, wir sind bereit. Unser Macho schwimmt kleine Kreise im Wasser und zeigt damit, das ist mein Revier. Und ich bin bereit. Und es stürmt er los. Und zack, das andere Männchen ist abgetaucht, blitzschnell. Und hier sind sie bereits in einen Kampf verwickelt. Schon ziemlich heftig. Ja, und wir sehen, jetzt kommt die Frau auch von der anderen Seite und will ihrem Männchen hier helfen. Unsere ist schon dabei, aber unser Macho zieht den Kürzeren. Ne? Aber sie sind alle bereit, ihr Revier zu verteidigen. Ganz bereit. Unser Weibchen stellt die Flügel nicht mehr auf. Doch, noch ganz kurz. Aber sie sagt, es ist gut jetzt. Es ist so okay. Sie will Frieden. Ja. Und? Es hilft also. Die Flügel gehen wieder nach unten. Das Weibchen von der anderen Seite und das Männchen gehen wieder zurück. Und hier sehen wir, sie haben auch, glaube ich, 4 Junge. He? Ja. Und unsere kehren zurück von der Aufregung. Es gibt Hunger. Er muss den Macho. Und nun füttert sie bereits wieder. Also der Stress ist jeweils sehr, sehr rasch zu Ende. Hier der Papi mit dem Sohn. Der Sohn sagt wieder okay. Er hat wieder nichts bekommen. Jetzt kommt er hier wieder zur Mami. So. Dieser Teich bietet sehr wenig Nährstoffe und Kalorien. Es ist ein künstlich angelegter und er ist noch nicht so reichhaltig gedeckt. Und wir haben uns erlaubt, hier das Mami mit etwas Weckli zu versorgen. Wir haben brüderlich, schwesterlich geteilt. Und sie hat natürlich das Futter geholt und sofort zu ihrem Jungen gebracht. Also nicht selbst gefressen, sondern sofort ihre Jungen versorgt.
Und hier sind sie etwa 3 Tage alt. Ja. Voilà, da kommt das Futter. Jetzt kommt der Macho auch mit dem Sohn wieder. Sie können sich schon sehr gut putzen. Ja, das haben sie jetzt kapiert, gut gelernt. Hier kam eine Stockentendame mit 6 Jungen. Hm? Ja, ich denke ja, 6 Jungen. Kurz auf den Teich und das hat unsere Familie nicht gestört. Hinten sehen wir im Schilf den Macho. Er schaut zu, also er hat überhaupt kein Bedürfnis, sich mit der Stockentendame anzulegen. Da würde er den Kürzeren ziehen. Unweigerlich. Sein Sohn geht zu ihm. Also die Stockentendame darf mit ihren 6 Jungen hier kurz Zwischenrast machen. Und da haben wir plötzlich gesehen eine Ringelnatter. Sie ist von unserer Seite, hat sie auf der anderen Seite gesehen, dass es junge Blässhühner gibt. Und das wäre natürlich ein ganz tolles Mahl. So ein kleines Bulle, das wäre doch was. Aber unsere Dame hat sie noch in den Schwanz gebissen. Also, sie hat gar keine Angst vor der Schlange. Nein, überhaupt nicht. Ja gut, sie darf nicht. Ja. Sie verteidigt ihre Jungen und die Schlange natürlich. Abgehauen. Und schon geht das Füttern wieder weiter. Mit sehr viel Geduld. Und Liebe zu den Kleinen. Sie haben schon sehr große Füße. Ja. Ups. Noch nicht ganz standfest, aber immerhin. Und sie füttert geduldig. Und er ist frech. Der stiehlt gerade das Ganze. Hier sind sie wie alt? Da sind sie etwa in der 3. Woche. Ja, man sieht es an der Kopfbedeckung. Ne? Die Punkfrisur ist schon etwas zurückgewichen. Das hat ziemlich gewechselt, ja. Ja. Und hier sind sie? Ich denke 4 Wochen alt. 4 Wochen. Und der eine ist viel kleiner als die andere. Ja, sie sind unterschiedlich. Ja. Vermutlich ist es der kleinere, der Sohn, vom Papi nichts bekommen. Das kann sein. Und jetzt bettelt er bei der großen Schwester. Hier sind sie etwa 7 Wochen alt. Hübsch, die Kleinen. Mhm. Papi mit Sohn. Immer noch. Jetzt zeigt er ihm, wo es überall Futter gibt. Also man kann ja, aus dem Teich etwas herauftauchen. Und hier, ganz clever, er zeigt ihm, wie man an das Schilf herankommt, an die Blätter oben. Darüber schwimmen, herunterdrücken, leider misslungen.
leider misslungen. Aber der Kleine hat verstanden, wie das funktioniert. Und hier gibt es noch eine andere Methode. Wenn die Blätter zu hoch oben sind, wenn man sie nicht mehr herunterbekommt, abknicken. Einfach abknicken. Und das alles ist fressbar. Sie haben das sehr gerne. Okay, der Kleine sagt auch okay. Was kommt jetzt? Ah, er hat einen einfacheren Schilfstängel erwischt. Jetzt zeigt er nochmals mit dem Herunterdrücken, wie man an die Blätter kommt. Und leider Pech gehabt. Jetzt ist er höher als vorher. Ah, jetzt füttert er sogar etwas. Zeigt ihm also, man kann das ohne weiteres von unten nach oben holen. Das ist so Tang oder so etwas. Oder Algen. Algen. Der Kleine ist sicher froh. Jetzt kann er sein Futter selber suchen. Es war auch Libellenzeit. Man sieht hier sehr viele Libellen. Da sind sie schon etwas älter, hä? Ja, da sind sie zwischen 7 oder 9 Wochen, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich denke 7 Wochen. Na, das muss mehr sein. Das sind eher 9. Mami mit Töchtern. Sie sind schon fast ebenso groß wie die Mami. Fast erwachsen, ja. Fast erwachsen, also. Das geht rasch bei den Bläshühnern. Auf der Stirn bildet sich schon ganz langsam der Bläs, also der weiße Fleck. Genau. Ich glaube, hier haben wir sie zuletzt gesehen, das ist nach 9 Wochen. Das? Ja. Eine hübsche junge Dame. Schon praktisch, wenn man zum Trinken einfach den Kopf runterhalten kann. Mhm. Hier ist der Bläs noch einmal etwas ausgeprägter. Ja. Aber sie bettelt immer noch. Sie ruft einfach.
Na, sie ruft nach der Mami. Und diese zeigt, du kannst selber Futter suchen. Ja, sie schaut ins Wasser und sagt da unten, nimm selber. Sie zeigt das schön. Ja, da unten, nimm selber. So, das wär's. Bis später. Bis dann. Ich bin jetzt in Form.